Mitte 20, ein YouTuber. Das erste Mal heute auf Schuhen, das erste Mal in Drag, das erste Mal mit Korsett. Felix, stehst du einmal auf? Dieses Video hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, denn ich werde heute einen Tag lang zur Drag Queen. Das heißt, ich bekomme ein komplettes Umstyling und werde anschließend einen Auftritt in einem Club vor echtem Publikum machen. Und das ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Aber ich will herausfinden, wie das Leben so ist als Drag Queen, was den Reiz daran ausmacht und mit welchen Problemen die Drag Community in unserer Gesellschaft konfrontiert wird. Deshalb habe ich mich mit Candy Crush verabredet. Sie ist eine der bekanntesten Drag Queens in Deutschland und sie wird mich heute in eine echte Drag Queen verwandeln. Hallo, hallo. Komm rein. Hat dir jemand eine Drag Queen bestellt? Alter, freut mich. Mega cool, dass du da bist. Was haben wir heute genau vor? Du wirst heute einen kompletten Tag in Drag leben. Das heißt, wir werden dir ein Makeover geben. Und eine Drag Queen performt ja auch gerne mal auf der Bühne, ist in queeren Clubs unterwegs. Und das wirst du heute alles erleben. Bin mega gespannt, was da alles auf mich zukommt. Das heißt, womit starten wir jetzt? Mit dem Make-up. Das ist der erste Step. Packen wir mal aus, wa? Ja, so viel braucht man, um eine Drag Queen zu werden. Und noch viel mehr. So, Felix, lass dich hier schon mal hinsetzen. Wir haben schon mal ein kleines bisschen was vorbereitet. Was sind denn so deine Erwartungen überhaupt an den Tag? Ich bin einfach natürlich mega gespannt, wie ich in Drag aussehe. Bin gespannt, wie das dann später wird mit der Performance und so. Da habe ich richtig Angst vor. Aber ich habe auch ein bisschen Bock, einfach dann halt in eine neue Rolle zu schlüpfen. Genau, darum geht's auch bei Drag, ja. Was ist Drag eigentlich genau? Im traditionellen Sinn, früher hat man gesagt, Drag, der Begriff kommt aus dem Shakespeare'schen Theater, weil früher Frauen nicht auf der Bühne arbeiten durften als Schauspielerin. Und dann haben sich Männer als Frauen verkleidet. Das war dann immer so eine Regieanweisung, Drag, dressed as a girl. Und Drag ist aber auch für mich, ganz ehrlich gesagt, so eine Rebellion an die Gesellschaft, an die Normen. Deswegen ist es für mich auch so was total Politisches. Und ich nehme das Recht raus, zu sein und zu machen, was ich möchte. Was meinst du, wie lange wird das Ganze dauern? Also wie lange braucht man, um sich umzuwandeln? Also ich hätte jetzt schon so mit 2 Stunden gerechnet. Wie lange brauchst du jetzt mittlerweile? 1 Stunde maximal, weil ich auch keine Augenbrauen abkleben muss. Meine sind relativ hoch tatsächlich, sodass ich die nicht höher malen muss. Ich habe meinen Bart weglasern lassen, das heißt, da muss ich nichts abdecken. Okay. Wobei bei dir müssen wir auch nicht viel abdecken, da ist nicht viel. Endlich mal ein Vorteil, so wenig Bartwuchs zu haben. Dann lass uns mal loslegen. Du hast schon einen Uhu-Stift in der Hand. Mit dem Uhu-Stift werden wir jetzt deine Augenbrauen abdecken, ganz genau. Das fühlt sich total seltsam an, aber da musst du jetzt durch. Ich würde mich jetzt am liebsten die ganze Zeit dabei beobachten. Ja. Wir haben uns überlegt, ich werde das Ganze erst sehen, wenn es fertig ist, damit wir dann ja meine Reaktion haben. Aber das heißt, ich muss jetzt so lange gespannt bleiben, wie das Ergebnis später sein wird. Wie ist das, wenn so Menschen auf dich treffen? Auf der Straße, wenn ich irgendwo unterwegs bin, was jetzt nicht so oft passiert, weil ich einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit gehe in Drag, weil es zu gefährlich ist. Da war das schon hart immer. Also da kriegst du alle Reaktionen. Deswegen bin ich da jetzt inzwischen lieber vorsichtig. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Aber was man so als Drag in der Öffentlichkeit erlebt, das musste ich später auch noch erfahren. Was hat die Sexualität mit Drag zu tun? Der Hang zu Kreativität und so ist ja nicht wirklich an der Sexualität auszumachen. Aber klar, Drag ist hauptsächlich in Queer-Clubs, in schwulen Clubs zelebriert und auch gelebt worden. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Umschwung, wo auch ganz viele Frauen das machen, ganz viele biologische Frauen, ganz viele Transfrauen. Es gibt auch Hetero-Menschen, die Drag machen. Ist zwar eher die Ausnahme, aber es gibt's. Und dann ging meine Transformation so richtig los. Ich wurde vorher noch nie so richtig geschminkt, deswegen hat sich das schon ein bisschen komisch angefühlt. Die Augen lassen wir jetzt erstmal so, den Feinschliff machen wir nachher. Das ist jetzt Contouring, was ich mache. Wir machen dir Licht und Schatten ins Gesicht. Wie spricht man Drags denn eigentlich richtig an? Ich würde sagen, wenn jemand in der Rolle ist, dann sie und wenn jemand nicht in der Rolle ist, dann er. Ja. Ja. Dann ist doch kein Problem. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ja. Was würdest du sagen, wie hat sich so dein Drag-Sein auf dich, dein Leben so ausgewirkt? Drag hat mir geholfen, alle Schubladen, in denen ich gelebt habe, abzulegen. Das hat mir geholfen, mich frei zu machen und auch freier zu leben. Das heißt, ich habe kein Problem, irgendwie in so einem Outfit als Boy out of drag einkaufen zu gehen oder irgendwie rauszugehen. Ich habe gelernt, Normen zu hinterfragen und mich davon zu befreien, wenn sie irgendwie für mich keinen Sinn machen. Und das ist was, was ich erst durch Drag gelernt habe. Und das ist was, was, glaube ich, ganz vielen Leuten da draußen guttun würde.
mal sich ein bisschen frei zu machen von gesellschaftlichen Erwartungen. Guter Punkt. Ich glaube, das wird auch mir gut tun, weil ich mir vielleicht zu oft zu viele Gedanken mache, was andere von mir denken. Deswegen bin ich echt gespannt, was das mit mir machen wird, später in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wir kleben jetzt die Wimpern auf. Das ist im Prinzip der letzte Step im Make-up. Und dann machen wir uns ans Outfit. Das ist echt seltsam, wenn man auf einmal so einen schwarzen Balken da im Sichtfeld hat. Gut, Make-up ist fertig. Jetzt geht's ans Eingemachte. Genau, wir machen den Look komplett, indem wir dir jetzt die Klamotten anziehen. Und was hast du mir so mitgebracht? Wie so ein Frack sieht das aus. Hat auch eine Hose und hat Handschuhe und eine Fliege. Finde ich ziemlich geil. Deswegen wäre meine Option für heute das hier. Wenn das für dich okay ist. Voll, auf jeden Fall. Jetzt ziehen wir die Corsage an. Das heißt, wir geben dir ein bisschen eine Sanduhrenfigur dadurch. Wir machen aus dem Mann ein bisschen was Weiblicheres jetzt. Okay. Und los geht's. Zieh mal richtig den Bauch ein, ne? Ja. Und da mit dem Kopf durch. Ja, der Arme durch. Und dann darfst du dich hinsetzen, denn jetzt kommen die Schuhe. 20 cm. Was hast du vor mit mir? Aber wie soll ich denn darauf laufen können? Ja, das finden wir gleich raus. Als allerletzten Schritt setzen wir dir jetzt noch die Perücke auf. Das wird deine Perücke. Und dann ist endlich der große Moment gekommen. Ich sehe mich zum ersten Mal in Drag. Und? Augen auf. What the fuck? Hä? Aber schick. Ist total befremdlich erstmal, oder? Wenn da jemand anderes so aus dem Spiegel zurückguckt. Dann darf ich ja gar nicht übertrieben lachen. Ich glaube, das passt nicht zu der... Sie entwickelt schon Charakter. Ich lieb's. Da war ein bisschen aufrechter. Ja, wir müssen im Laufe des Tages auch noch einen Drag-Namen für dich finden. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Dann wollen wir jetzt mal deine ersten Schritte sehen, oder? Denn du hast 20 cm High Heels an. Und ich bin sehr gespannt. Okay, er steht schon mal. Ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Der Unterschied zu vorher ist schon krass, oder? Also ich erkenne mich ja selbst kaum wieder. Mal ehrlich, hättet ihr mich erkannt? Es ist einfach so verrückt. Man guckt in den Spiegel und sieht einen anderen Menschen. Man will direkt so ganz anders performen oder so sich bewegen. Das war ein perfektes Stichwort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber. Denn ich dachte mir, wir holen uns eine echte Kölner Expertin für Performance rein. Und die wird jetzt mit dir üben. Das ist nämlich meine liebe Freundin, die Pam Benko. Die ist ein Kölner Urgestein. Hallo. Jungfrau und Candy. Schön. Immer von Weitem in Dress. Ich staune gerade noch. Ja, was sagst du? Und ich bin guter Dinge, wenn du bis jetzt noch nicht auf den Schuhen gestorben bist. Krass, oder? Ah ja, Pam, ich übergebe das jetzt einfach mal in deine Hände. Gott, du wirkst direkt so ein bisschen schüchtern und ängstlich. Ne? Wenn ich dich sehe. Keine Angst vor mir. Ich habe heute Abend eine klitzekleine Show in der Bar, wo wir hinfahren werden. Und dann denke ich mal so als Pre-Opening. Okay, bin ich gerne dabei. Was könnten wir da jetzt machen heute? Also, ich finde zuerst mal, du willst ja das Publikum erreichen. Deshalb denke ich, muss es schon was Poppiges sein. Das heißt, du möchtest Lip-Sing, du singst nicht live, oder? Das traue ich mir jetzt nicht zu. Ich habe so gedacht, ja, vielleicht Katy Perry oder sowas, wäre das auch in Ordnung? Oh, mag ich auch sehr. Zum Format, finde ich, passt auch sehr gut I Kissed a Girl, weil es in dem Song ja auch was ist, was sie einfach ausprobiert hat, ohne es richtig geplant zu haben. Und so ist es ja eigentlich in deinem Drag-Dasein heute auch, ne? Stimmt, ja. Warte, die Frage Nummer eins ist, kannst du den Text? Ja, ich krieg den irgendwie hin, bestimmt. Denk dran, Songs haben auch zweite Strophen. Die meisten jubeln bei der ersten, grillen alle mit, bei der zweiten, ach, da war ja noch Text. Ich schaue das auf dem Handy nach. Deshalb, da musst du sicher sein, wirklich. So ein Song ist 3,5 Minuten ungefähr. Mhm. Wenn du da nicht vorbereitet bist oder den Text irgendwann nicht ganz, kommt dir das vor wie 1,5 Stunden. Boah, ich habe mega Angst vor dem Auftritt. Natürlich darfst du ängstlich sein, du darfst nervös sein, das gehört dazu. Das bin ich auch immer noch, aber du musst es genießen. Hab Spaß. Mhm. Weil letztendlich, wenn du merkst, das Publikum geht mit und gibt dir Feuer, dann sind diese 3 Minuten plötzlich nur noch 30 Sekunden. Also wie startet man denn? Du benutzt sehr viel den Raum. Das heißt, du gehst wie so ein Catwalk von links nach rechts und benutzt deshalb alle. Du darfst die Menschen halt auch benutzen. Ne? Die kommen nicht zu uns in eine Drag-Show, weil sie denken, wir beten hat Vater unser. Also sollte was schief gehen, Fehler sind sympathisch. Das heißt, wenn dir die Perücke vom Kopf fliegt, dann Absatz, du knickst um, dir reißt einfach irgendwas weiter performen. Auf, weitermachen. Das ist sympathisch, das gehört dazu, das ist menschlich, das ist tatsächlich noch lustig. Und mir sind auf solchen Schuhen schon die Absätze abgebrochen. Und ich habe so getan, als wäre der Rest der Performance im Liegen. Wir testen jetzt mal, dass ich hier im Publikum sitze und du mir mal eine Strophe den Anfang gibst mit Sound. Okay, stopp das. Kannst du dich mal setzen? Ich muss einmal machen, was du getan hast. Okay. Wenn du so performst, wäre ich froh, wenn du beim Squid Game als Erster erschossen wirst. Ich mach dir mal kurz vor. Okay.
Weißt du, was ich meine? Ja, also ich bin ja echt kein großer Tänzer und mich so zu bewegen, ist schon eine große Herausforderung für mich. Keine Ahnung, wie ich das in den wenigen Stunden lernen soll. Das ist erstmal Überwindung. Gerade ist es auch noch mal schwieriger, wenn du es quasi jetzt nur von mir machst, so einzeln. Aber gibt es irgendwie so ein paar Bewegungen oder so, die ich mir jetzt mal schnell abgucken kann, die gut sind? Du kannst erstmal natürlich immer pointen zu Leuten, die ranziehen, die Blicke zu dir ziehen. Immer in Pose und dann wirklich so. Ich glaube, du hast noch im Kopf, dass du Angst hast, dich zu blamieren oder was falsch zu machen. Als Mann bin ich tatsächlich auch ein Hauch schüchterner als das Ganze. Das ist dieser Schutzmantel, das Make-up, die Perücke, alles, was du jetzt anhast. Denk erstmal, dich erkennt eh niemand. Stimmt. Also kannst du doch gar nichts falsch machen. Wenn jetzt endlich jemand sagt, was hast du da gemacht, sagst du, das war ich gar nicht. Das gehört so, ne? Und sie macht weiter. Siehst du? Wenn du einen Text nicht kannst, kannst du auch ein bisschen hier, um den Mund zu verschleiern. Ja, genau, ja, genau, ja. Ja, genau das. Du wirst langsam warm. Ja. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen was anderes. Genau, ne? Ja, ja, genau. Ich kenne Drag Queens in Berlin, die seit 3 Jahren auftreten, die schlechter sind. Sie zum Beispiel. Ja. Das war wirklich süß. Ich glaube, man hat wirklich gemerkt, dass du besser wurdest. Gerade jetzt erste Strophe, erste Refrain, was du drin hattest. Wie hat es sich für dich angefühlt? Ja, noch ein bisschen ungewohnt, ne? Komisch, irgendwie, also ne, überfordernd. Auch ein bisschen noch textunsicher. Ich glaube, ich lese ihn gleich mal ein bisschen durch, so, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Bisschen so wie in einer Castingshow hier, oder? Also erstmal den Text lernen und ein bisschen vor dem Spiegel üben, weil ich fühle mich noch wie Felix, sehe aber ja ganz anders aus. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie richtig in die Rolle kommen. Und so langsam wird mir auch bewusst, dass ich ja vor einem echten Publikum auftreten muss. Irgendwann war es dann auch soweit und es geht weiter mit Candy Richtung Club. Wir haben extra einen Personenschützer mit dabei, denn als Drag in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, ist gar nicht mal so ungefährlich. Werden Drags in der Öffentlichkeit angefeindet? Es ist leider tagtäglich so, dass Drag Queens oder auch Transgender, alles was irgendwie nicht der Heteronorm entspricht, angegriffen werden. Ich wurde schon verprügelt. Das ist möglich? Also volles Programm leider. Das ist wirklich tragisch, aber das ist gang und gäbe. Und auch eine Freundin von mir wurde hier in Köln vorgestern erst von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen. Einfach nur, weil sie der Meinung sind, dass es in Anführungszeichen kein richtiger Mann ist und sie sich dann da angegriffen fühlen dadurch. Und das ist einfach unglaublich. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Was hat das dann für Konsequenzen so für dich? Also meine Konsequenz ist, dass wenn ich einen Job habe und in Drag bin für diesen Job, dass ich einfach nicht mehr die Öffentlichen nehme. Also ich laufe auf keine Strecken, ich fahre nicht mit der U-Bahn. Aber gibt es denn vielleicht auch manchmal so das Gegenteil, dass man vielleicht irgendwie Komplimente hört oder irgendwie so nette Erfahrungen mit Menschen hat? Okay, krass, wir sind vielleicht 5 Minuten unterwegs und werden schon das erste Mal beleidigt. Das sind halt so die Sachen, die immer passieren. Also das ist mir noch nicht passiert, dass ich auf die Straße ging und mir noch nie jemand hinterher geschrien hat, ne? Aber das Schlimme ist halt, die negativen Stimmen sind immer lauter als die positiven. Natürlich bekomme ich auch Komplimente, natürlich fahren Leute mit dem Fahrrad an mir vorbei und sagen, hey, finden wir voll geil, toll siehst du aus, tolles Make-up. Das macht mich auch total froh, dass Leute so positiv reagieren. Aber ist halt nicht die Regel. Gut, wir sind da. Am Club angekommen, treffen wir auch Pam wieder und ich trinke mir erstmal ein bisschen Mut an. Mein Auftritt rückt immer näher und ich habe immer noch keinen Drag-Namen. Also ist die große Frage, wie soll ich als Drag heißen? Also ich heiße ja Felix, deswegen vielleicht irgendwas mit F. Foxy finde ich schon mal einen geilen Namen. Ist es mit F? Doch, Foxy Pearl. Foxy Pearl finde ich auch nicht schlecht. Stimmt. Dann lass uns doch jetzt einfach mal Foxy Pearl sagen, ja, oder? Foxy Pearl, okay, dann. Auf Foxy Pearl würde ich sagen. Okay, ich bin dann wohl jetzt Foxy Pearl. Jetzt wird's langsam so richtig ernst, denn gleich ist mein Auftritt und den Text habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig drauf. Wir haben hier eine junge Dame sitzen, die jetzt sehr, sehr nervös ist, die aber nicht nervös sein sollte. Das erste Mal heute auf Schuhen, das erste Mal in Drag, das erste Mal mit Korsett. Ich würde sagen, lasst euch einfach noch ein, feuert sie ein bisschen an, unterstützt sie, denn ich würde sagen, Foxy Pearl, stehst du einmal auf. Okay, noch einmal durchatmen und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem ersten Auftritt als Drag Queen. Foxy Pearl! Come on,
Oh je, das war mir schon ein bisschen unangenehm, trotz Make-up, aber immerhin, ich hab's durchgezogen. Wegen der Musik kann ich euch leider, leider nicht den ganzen fantastischen Auftritt zeigen, aber das ist vielleicht auch besser so. Boah, ich hab's geschafft. Du hast geschafft. Der Auftritt ist vorbei. Foxy Pearl hat ihr Debüt geschafft. Wirklich, ich bin so stolz auf dich. Hattest du Spaß? Ich hatte Spaß, aber es war auch irgendwie seltsam, das erste Mal zu machen. Aber ganz ehrlich, ich habe hunderte von Drag Queens gesehen, die ihre ersten Performances gemacht haben und du hast dich sehr gut geschlagen. Und es freut mich total, dass du es gemacht hast. Da gehört schon Mut dazu. Das war echt spannend, mal in so eine andere Rolle zu schlüpfen. Also das macht wirklich was mit einem. Könntet ihr euch vorstellen, mal einen Tag lang Drag Queen zu sein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier geht's zu meinem letzten Video und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.